wir uns unterhalten haben, während du weg warst. Das ist schön. Wir Habt ihr das denn? Sind. Habt ihr euch über mich unterhalten? Nein. Schade. Ich nehme jetzt auf. Was würdest du denn gerne hören? Passt. So, was ich gerne hören möchte. Ich decke auf. Ja. Ja, zum Beispiel, dass ich ein Stinkekäfer bin oder so irgendwas. Die sind mit 33 Okay. Also fürs nächste Mal. Greifen mit minus 1 an, aber sie greifen alle Feinde an, die in Reichweite sind. Das heißt, sie greifen wesentlich alle Feinde an, weil sie haben eine riesen Reichweite. Target all enemies within your range. Ja. Gut, dass wir alle vor ihnen dran sind. Nur vom Andi wissen wir es noch nicht und der Michi ist nur später. Also ich bin vor ihnen dran und ich kann ein paar angreifen. Und die haben nur 3 Lebenspunkte, 4 Lebenspunkte. Ich bin noch ganz gespannt, was der Andi vorhat. Ich weiß gar nicht mehr, was ich vorhab. Schon so lange her. Ja, du hattest genug Zeit, es dir anzuschauen und zu ändern. Aber oh, ich komme auch vor ihnen dran. Okay. Was ist denn dein Plan? Ich habe keine Ahnung. Es ist so lange her. Wie viel habe ich? Was? Ja, ich habe die auch das letzte Mal schon hingelegt. Level 96. Ich habe Level 4. Ich könnte 16 Leben haben. Ja, vielleicht habe ich die als Heilung ausgelegt. Mal schauen. Okay, folgendes einmal. Ich bin als erster dran. Ich bin ein bisschen flexibel. Ich würde mich am liebsten auf die Münze bewegen. Den Root und den. Außer sie brauchen es nicht. Ich kann es brauchen. Ja, heil mich. Und zwei von denen angreifen mit meinem Crankbow, den ich habe, wo ich ihre ganzen Schilde ignoriere. Jetzt aber die Frage, welche beiden ich angreife. Also ich kann 3 mit einem Angriff von 3 angreifen. Ja, aber die haben Schilde, die interessiert den Angriff 3 überhaupt nicht. Wer hat ein Schild? Du heilst mich um ein Leben, Hartmann. Nein, um 3. Was für Stufe Nein? sind die? Und sind die? Ich habe Potent Potables aus. Schild 3. Ah ja, stimmt. Ich plus 2 Heilung. So, folgendes. Okay. Ich könnte mit meinem. Ich kann 2 Targets mit Reichweite 3, das ist die Oberhälfte von Reviving Shock. Dann möchte ich eure Hilfe jetzt haben oder eure Tipps. Mit Angriff 2 könnte ich 2 Targets angreifen und durch meinen Crankbow werden alle Schilder ignoriert. Das heißt, nett wäre es natürlich, die Living Spirits, die Eliten anzugreifen. Ja, weil die haben ein stärkeres Schild. Die haben einen stärkeren Schild, aber die werde ich sicher nicht killen. Während wenn ich die Living Spirits normalen angreife. Ja. Mit plus 1 oder mehr kill ich die schon. Das hängt jetzt davon ab, was ihr vorhabt. Nein, ich würde trotzdem die Dings, ich würde vielleicht trotzdem die Großen angreifen. Weil wenn ich auch die Großen angreife, selbst wenn ich ihnen nur einen Schaden dann insgesamt mache, mit einem plus 1 zum Beispiel, ist die Wahrscheinlichkeit schon recht groß, dass wir die killen. Andi, wie schaut's mit dir aus? Machst du irgendwas Offensives, wenn ich dich um 3 heile? Ist das jetzt Bedingung? Nein, ich frag nur. Weil das ist für unseren Plan relevant, welche wir angreifen, weil wir möglichst viele töten wollen, bevor sie angreifen. Ich meine, du greifst einen mit Range. Das Problem sind die Schilde. Ich habe einen at 3 Angriff. Ja. Da werde ich nicht viel ausrichten damit. Ja, nur das Risiko ist halt das, dass alle 4 leben und dann auf uns alle draufhauen. Und das wird dann sehr wehtun. Ich meine, du hast einen Retaliate 2. Das geht auch, wenn er neben ihnen steht, greifen sie ihn doch zuerst an, oder? Ja, aber sie werden wegziehen. Fernkämpfer ziehen ja immer weg, damit sie Disadvantage vermeiden. Aber wenn sie alle angreifen wollen? Nein, was für eine Reichweite haben sie denn? Nein, die Regel ist aber, oder warte mal, schau mal die Reichweite an, aber ich sagte dann gleich, wie der Ablauf ist. Die Elite haben Reichweite 4 und die normalen Reichweite 3. Ein Fernkämpfer sucht sich sein primäres Ziel aus, dann bewegt er sich so hin, dass er dieses möglichst vorteilhaft angreifen kann und dann bewegt er sich so, dass er möglichst viele sekundäre Ziele auch möglichst günstig angreifen kann. Aber er schaut zuerst, dass er sein primäres Ziel ohne Disadvantage angreift. Das heißt, das Retaliate wird nichts helfen, weil er wird niemals von irgendjemandem von denen angegriffen, während die in dem im Spiel wegziehen. Retaliate kann er vergessen. Ja, und sie können sich bewegen. Also beim Andi ist wahrscheinlich wirklich die obere Hälfte von Spear Dagger und die untere von Alpha und A angesagt. Ja, da wird nicht.
René, Na, hast du irgendwelche was Kugel soll er einfach mit nicht der oberen gesehen? Hälfte? Kann er überhaupt irgendjemanden treffen von dort, wo er steht? Ah ja. Ja, ich habe Rendier. Ja. Du hast Range Oder? 3, das heißt den Ja, Living Range Spirit 6 3, kannst du trotzdem, da angreifen, aber kann sonst kannst du 93 niemanden sein, ja. angreifen. Ach so, nein, ja, da war keine Line of Sight. Das heißt, ich sollte Living Spirit 6 gar nicht killen, sonst hat der andere kein Ziel. Das siehst, sowas ist schon gut zu wissen. Ja, ich würde Und trotzdem, weißt du, wo wirst du Hartmar, dich hinbewegen, René? irgendwo in den Raum. Okay. Dürfen wir. Außer beiden Tanks, weil die keine Line of Sight im Moment haben. Ich Ja, meine, aber wenn lieber du in den wäre es mal, Raum am liebsten hineingehst. wäre es, wenn ich auf der einen Coin stehen würde in der Tür, Nein, in der weil Tür ich nicht. alle Das geht erreichen kann, aber dort stehst ja offensichtlich du. Da muss ich hin. Das ist sowohl fürs High als auch für den Angriff bei mir notwendig. Okay, dann mache ich es mal so. Also ich hole mir jetzt eine Münze. Du bist so gierig. Ande und Michi, ihr Ja, seid um 3 jeweils geheilt. danke. Ich verliere eine Anwendung von Potent Potables dadurch und krieg eine Erfahrung. Und dann, das war jetzt die untere Hälfte von Restorative Mist. Und jetzt verwende ich die obere Hälfte von Reviving Shock und setze meinen Crankbow ein. Das ist. Piercing Bow heißt er, nicht Crankbow. Cool. During your ranged attack, ignore all shield values for the entire attack action. Und die Karte wird umgedreht. Und ich greife die beiden Eliten an, was der René haben wollte. Angriff Yay. 2 und Weiß. Ich fange an mit Elite 1. Plus 1 und ich erzeuge Feuer. Also da geht auf ein Leben runter. Leider. Cool. Feuer ist im Raum. Oh, ich mache auch noch Und Feuer. Feuer, das ist eine Wunde. Ich habe mir meine Wunde geschlagen. Ah! Er ist weg vom Fenster. Der stirbt gleich. Gut Yeah. gemacht. Ein Elite-Teil im Slide. Ja, da habe ich Glück gehabt. Das heißt, beim zweiten kann ich jetzt ein Minus 2 ziehen und werde mich nicht ärgern. So, und beim zweiten ziehe ich auch ein Plus 1. Da geht runter auf ein Leben, leider ohne Wunde. Aber was. Da werde Ja, ich mit etwas besser Glück sein. mache ich ein Plus 1 auf ihn. Wow, das war ein Haufen. Ah, war das geil. So toll. Du bist so super. Du Yeah. bist schon fast wertvoll für die Gruppe. Aber die Gruppe ist nicht wertvoll für mich. Der Flaschen. So, okay. Ja, ich werde dir jetzt gleich zeigen, was ich mache. Nein, wirst du Das wird nicht, dir weil nicht Andi ist dran. gefallen. Ach so, stimmt, der Andi ist noch vorher. Ich dachte, der Andi war als erster dran. Also, wenn ich jetzt ein Plus 1 ziehe, dann könnte ich jetzt den. Welcher ist denn jetzt weg eigentlich? Einer ist ja weg jetzt, gell? Nein, Achso, ja, komm, der der ist wird weg, ja. sterben. Der wird sterben, ja. Sobald er Das dran heißt, ist. ich kann auf den anderen schießen, wenn Du ich ein Plus kannst nur auf 1 den habe, Sechser erwische schießen. ich kannst ihn. nur auf den Sechser Du schießen. kannst nur auf den Okay, Sechser dann mache ich schießen. das. Da brauche ich den Plus 2, dass er wegkommt. Warum? Achso, ja. Na, weil er ein Schild 2 Jojo. hat. Ja, Nee, war nicht. das. Er kriegt nicht einmal einen Schaden. Jo. Und wen heilst du? Allein du heilst, kannst du dich heilen, ne? Braucht jemand von euch? Ah, stimmt. Nein, Nein, du ich kann könntest ihn Range heilen oder 1. den Spellweaver, aber das Spellweaver ist auf Maximum. Und ich bin zwar nicht auf Maximum, aber relativ weit. Naja, Hast noch warte, ich bin bei immer mehr 50. Leben als ich. Also ich werde viel einstecken jetzt. Wenn du mich heilst, werde ich nicht unglücklich, weil du wirst weniger einstecken vermutlich. Kannst du zwei Heilungen überhaupt bekommen? Ich glaube schon, weil ich bin Level. Was bin ich? Ich bin Level 4, weiß ich, habe maximal. Nein, kann ich nicht, heile ich selber. Sorry, my bad. Kann ich nicht, heil ich Okay. selber. Ja, dann heile ich mich. Gut, René, Na mach's gut, besser. ich gehe mit der unteren Hälfte vom Forked Beam in den Raum. Daher zum Beispiel. Oh, du hast wirklich großes Ohr. Da wird geklotzt und nicht gekleckert. Ja, außerdem aktiviere ich meine Cloak of Invisibility. Ich bin jetzt unsichtbar. Gibst du mir Du bitte meinen. Ich kriege übrigens eine Gibst du meinen Erfahrung. Ja, Unsichtbarkeitsmarker? Das ist sehr gescheit, René. Ja. Ja, Echt? naja, Du was? hast den Das ist der beste Unsichtbarkeitsmantel Zeitpunkt gekauft. Du Den bist habe ein ich seit Arsch. der ersten Runde. Das ist das Einzige, was ich von Anfang an habe. Den. Ja.
Ihr hasst mich jedes Mal. Naja, was, wenn ich dort stehe, soll ich mich umbringen lassen? Du machst jetzt wirklich Feuer. Ja, ich mache jetzt wirklich Feuer. Findest du das irgendwie unkollegial, in einen Raum reinzugehen und dich unsichtbar zu machen? Weiß ich nicht. Der Andi reagiert so seltsam. Ja, und ich mache dann die obere Hälfte von Fire Orbs. Das heißt, ich mache einen Dreierangriff. Wen soll ich angreifen? Der obere stirbt sowieso. Der Living Spirit 1, oder? Ja, die anderen drei einfach. Gut, das heißt, ich greife die anderen drei einfach an. Gut, dann greife ich mal zuerst den Living Spirit 4 an, weil das ist der zweite Elite. Schauen wir mal, plus 1 bräuchte ich, dann ist er hin. Ja, okay. Minus 1 habe ich, also wird er Schaden machen, diese Runde. Gut, dann greife ich den 5er Spirit an. Dem mache ich tatsächlich 2 Punkte Schaden. Ja, damit hat er noch ein Leben. Ja, und dann den letzten. Weil er 2 Schild hat. Dem mache ich einen Punkt Schaden. Naja. Oh, es ist sauer. Aua. Und Schilder, ich krieg 3 Erfahrungspunkte und ich fürchte, dass was, ja, von meiner Seite. Die Living Spirits sind dran. Der Einser ist dran und stirbt. Gibt's ihn weg und eine Münze. Ich glaube, es gibt eh noch eine Münze daneben. Den hat keiner gekillt, den kann man wieder in den Beutel geben. So, und jetzt sind die anderen dran. Der Vierer, das primäre Ziel bin ich, weil ich am nächsten bin. Und dann würde er gerne auch noch den Brute und den Crackhead angreifen. Und das schafft er, indem er sich daher stellt. Nein, sogar daher. Ja, das reicht aus. Da hat er leider Zeit auf den Crackhead. Doch. Ja, warte mal, wie war das? Ja, aber da kannst du es hier von der Ecke machen. Ja, genau. So wie es da. Genau so. Okay, ja. Da. Das geht so. Okay. Also greift er uns 3 an. Was hat er für einen Angriff? Er ist Elite, er hat Angriff 4 bis. Au. Ja. Plus 1, ich nehme mal 5 Schaden. Stopp, den nehme ich nicht. Ich lege eine Karte ab. Zieht sie mal für die nächsten beiden, während ich überlege, welche Karte ich opfere. Der nächste macht minus 1. Ja, habt ihr entschieden, wer das ist? Ja. Bitte immer bevor ihr zieht, legen, für wen gezogen wird. Ja? Wir haben für den Michi gezogen. Aha. Sagen wir mal. Der René hat es entschieden. Also der hat Standard, hat er 3, oder? Ja, 2. Und deine Schilde. Dann 4, aber 3 hat er durch minus 1 und 2. Ja. Und 2 Schaden. Er hat auch minus 1 durch den Attack minus 1. Ja. Hast du das berechnet, ja, Partner? Habe ich bei mir auch nicht berücksichtigt, ja. Dann kriegst du einen Schaden weniger. Also krieg ich nur. Er hat 4 Grundschaden. Nein, schluck ich den Schaden übrigens. Nein, schluck ich den? Ja, schluck ihn bitte. Nein, ich werde noch zweimal angegriffen. Ja, und? Da kann noch mal abholen. Nein, den schluck ich nicht. Die vier schluck ich nicht. Aber ich muss noch schauen, welche Karte ich auflege. Boah. Gut, jetzt ist Brute wieder angegriffen. Plus 1 sind 3 Schaden. Okay, dann muss. So. Gegen welche kämpfen wir? Gegen die 3er Level oder gegen die 2er Level? 3er. Danke für den Hartmann. Danke, Hartmann. So, dann hätten wir noch. Der Spirit Nummer 5 ist jetzt dann dran. So, was macht der jetzt? Der schaut auch, dass er möglichst viel erreicht. Ja, ich glaube auch, dass er sich da herstellen würde. Ich fühle mich gerade bedrängt. Jetzt greift er mit Angriff 2 an. Zwar mich. 2 Schaden, die nehme ich. Dann den Ande.
einen Schaden, Ande. Mhm. Und den Schaden geht. Auch zwei Schaden, Michi. Hm? Zwei Schaden, Michi. Okay. Drei runter. So. Ja. Ab. Und der letzte. Der letzte geht daher. Zwei Felder, weil da hat er auf mich einen schönen Angriff ohne Disadvantage. Die anderen beiden erreicht er auch. Mhm. Okay, ich ziehe wieder für mich Angriff 2. Ich nehme einen Schaden, dann ziehe ich für den Andi. Der nimmt 4 Schaden. Oh, 4 Schaden? Ja. Mhm. Da denke ich noch drüber nach, ob ich das überhaupt nehme. Ja, dann ziehe ich mal für Michi. Ja, wird. Ja, das war's. Warte mal, ich habe 3 Leben. Ich würde genau auf 0 fallen. Das heißt, ich müsste 2 aus dem Discard-Pile wegschmeißen, oder? Du hast keine auf der Hand? Nein. Ja, 2 aus dem Discard-Pile, ja. Da geht nichts anderes. Darf auch nichts aussuchen, oder? Oder doch? Hast du keine Schilder und irgendwie mehr, gell? Ja, das eine ist schon getappt. 4 Schaden. Ja, nein, du darfst ja 2 aus dem Discard-Pile aussuchen. Eine Karte losten oder discarden? Losten. Du verlierst eine Karte aus deiner Hand oder oh zwei mein aus deiner Gott. Hand. Was, du gehst auch auf 0? Nein, du hast eh noch genug, Michael. Ande. Ja, ich in dir 4 Schaden. 4 waren das, gell? Ja. Au. Das ist echte Monster-Dinger. So, schmeiß ich weg. Ja, das wird haarig jetzt. Da haben wir jetzt ein Pech gehabt, nämlich dass du bei deinem Pi so schlecht gefunden hast, wenn ich. Ja. Wir alle drei angegriffen haben. Ja, andererseits haben wir Glück gehabt, dass ich so gut gezogen habe. Weil es hätte noch 4 stehen bleiben können oder 2 Liter stehen bleiben können, das wäre schlimm gewesen. So, die kann ich ergreifen. Kann nächste Runde jemand Wind machen für mich? Soweit sind wir noch nicht. Weil du, es wird das der Michi dran sein in dieser Runde. Bei großer. Und dann werden wir uns wahrscheinlich Rasten überlegen müssen. Aber jetzt ist mal der Michi dran, glaube ich. Ich raste die Runde, ja. Ja, warten wir mal, Michi ist Zucker. Mhm. Sie stehen jetzt schön zusammen eigentlich. Ja, das Problem ist, dass sie alle immer noch ein Schild haben. Ja, das ist natürlich blöd. Dann hätte ich Pierce und einen netten AOE-Angriff. Ja, trotzdem ist der Receiver sich jetzt abdreht, jetzt hängt sich das Spiel. Ja, was das war, es ist. Okay. Wir haben keine Naturmagie. Der Deck sagt, nein, ich werde sie maddeln. Also ich schieße mal den Dirt Tornado auf die ab. Ja. Du wirst ziemlich sicher niemanden von ihnen verletzen, aber du musst trotzdem 3 Karten ziehen. Ja, aber sie sind gemaddelt. Ja. Greif na, da in die Mitte an und somit teilt sie es auf. Beim normalen, dann verwundest du sie sogar. Ja. Also ich nehme jetzt den Living Spirit Nummer 6. Greif ihn an. Plus 0, er ist gemaddelt. Dann greife ich den Living Spirit Nummer 4 an, den Elite. Minus 2, er ist auch nur gemaddelt. Dann greife ich noch den Living Spirit 5 an. Erzeug Natur. Mhm. Und beste Moment für den Ja. Von Naturmagie habe ich erzeugt schon mal. Alle drei sind Madel, berücksichtigt. Moment, ich kann mich noch bewegen. Ja, ja. Die Unterhälfte von Ancient Growth. Ich kann mich drei Felder bewegen. Na, warte. Ich kann auch einen Attack Move damit auch aus. Ja, da würde ich euch heilen, jeweils mein Leben. Oder ich gehe hier hin. Mhm.
Ja, und greif gleichzeitig den Living Spirit noch mit einem 1er Attack an. Der hat 3 Schild, mit dem 1er wirst du 100% nicht treffen. Wenn, ja, stimmt. Jemand, dann würdest du hier gehen, aber die Chance ist auch so gering, da tue ich lieber den anderen mit rein. Ja, passt, dann ja, und ich heile euch um jeweils 1. Ja, das ist sehr notwendig. Okay. Ja. Wenn wir es geschickt machen, dann könnte ich nächste Runde jetzt 3 killen von ihnen. Ja, das sollte man jetzt. Das könnt ihr wahrscheinlich auch machen. Also ich werde eine Long Rest machen jetzt. Ja, habe ich mir gedacht. Also ich werde wahrscheinlich jetzt keinem Schaden zufügen. Der Spell Weaver macht jetzt eine Long Rest. Mhm. Das ist schlecht. Der steht genau da, wo ich stehe. Wie wär's mit einer. Ja, auch die Long Rest machen, damit der möglichst lang unsichtbar ist. Ja. Er ist nicht in Gefahr. Aber wieso? Wie lange bist du unsichtbar? Bis ich. Achso. Ja, okay, die zwei nächste Runde. Runde. Genau. Und deswegen die Long Rest jetzt, weil dann bin ich als letzter dran und werde auf jeden Fall ein zweites Mal nicht genau angegriffen. Okay. Na, ich bin dort gestanden. Ich kann nichts dafür. Die Viecher, die Viecher haben sich. Feld, von dem aus ja gut. Die haben sich ja um mich herum aufgebaut, nicht ich mich dorthin, nicht ich mich zu ihnen aber gebaut. Warum machen sie das eigentlich? Ja, naja, das damit sie euch treffen können. Ich war das primäre Ziel. Okay, alles. Ich war und deswegen. Ah, alles klar. Haben sie sich so hingestellt, dass sie mich treffen und euch auch jeweils ohne diese Felder für sie. Ah, ich dann der Living Spirit 4 hätte ich eine Wunde schlagen können. Ich meine, rein theoretisch, Liter, wenn ihr wollt, könnte ich die meiner Stamina Potion einsetzen. Mir du hast keinen Nahkampfangriff gehabt, Michi. Stimmt. Nein, ich hätte einen Standard machen können. Ja. Ja, das stimmt, ja. Ja, ist mir jetzt eingefallen, leider. Ich meine, was ich natürlich machen könnte, rein theoretisch, wäre eine Minor Stamina Potion einsetzen, aber jetzt hätte ich, glaube ich, letzte Runde schon machen müssen, oder? Ja, es ist zu spät, oder? Ja. Ja, wir sind da immer ein bisschen großzügig, aber ich glaube, das ist jetzt wirklich. Weil du warst sehr früh dran, da waren schon sehr viele Seiten dran, ja. So, Andi und für alle, ich habe immer noch meine Minor Mana Potion auf der Hand, wo ich jetzt zum Beispiel Wind erzeugen könnte. Andi, wir sind eh die beiden einzigen, die agieren in dieser Runde, wenn ich das richtig sehe. Ich brauche den Wind eigentlich nicht. Brauchst du nicht? Ich meine, nein, ich müsste neben zwei stehen und dann könnte ich 2 killen. Das geht sich für also, dich nicht aus? Also, an Sicherheit kannst du wahrscheinlich... Kommst du daher? Da, aber wieso? Da steht aber nicht neben zwei. Naja, da. Nein, ich könnte dorthin kommen, dann müsste ich halt eine Karte losten, oder dann würde ich hinkommen. Warte mal, Andi, reden wir von der Karte, wo die beiden in einer Reihe stehen müssen oder beide neben dir? Nein, die müssten nicht in einer Reihe stehen. Aha, da brauchst du. Aber, also wenn sie in einer Reihe stehen, dann, dann kann ich wahrscheinlich 2 killen. Das ist nicht ganz sicher, aber weil es ein schwächerer Angriff ist. 1, 2, 3. Aber wenn ich neben 2 stehen könnte, würde ich ziemlich sicher 2 killen. Also hier. Okay, also Wind brauchst du keinen. Genau. Okay. Na, wenn ich 2 in einer Reihe erwisch, dann würde ich den Wind brauchen. Das, die Karte dann, meine ich, deswegen frage ich, ja? Ja. Weil ich könnte Wind machen. Naja, wenn du daher gehst. Ich würde einfach daher gehen und versuchen, mit dem Wind, den ich mache, die beiden zu killen. Andi, du musst noch die Karte Brute Force zurück auf die Karte peilen. Warte mal, Brute Force. Was ist denn damit? Ah, die war gültig? Was, dann habe ich ein Schild gehabt. Habe ich 2 Leben mehr? Nein, die war vom letzten, das war noch von der letzten Runde. Die hättest du am Ende der letzten Runde weglegen müssen. Okay. Was war das hier? Ah, ist ein Schild. Ein Schild hat's gekriegt.
Angegriffen worden, zweimal. Einmal, zweimal. Das heißt, ich habe nur zwei Leben mehr und eine Du bist Erfahrung dreimal mehr. Du angegriffen bist worden. sogar dreimal angegriffen worden. Du hast drei Cool. Erfahrungen, drei Leben mehr. Zwei Erfahrungen und ein Leben. Okay. Ich bin eher flogen, als ich kurz in der Rauch. Ich bin wieder da, ja. Das könnte allerdings eine recht kurze Runde werden. Andi? Naja, das Dumme ist, Alles? ich müsste eine Karte losten dafür, aber das wäre es wahrscheinlich wert. Aber du hast keine Bewegung 3 auf der Hand. Nein, nur hatten dich dann loste. Natürlich schlecht, ja. Ja. Wie viele Karten hast du insgesamt noch? Oder wie Also viel fünf sind es auf schon der los? Hand Du hast erst eine verloren oder eine noch ausliegen? und da liegen drei. Ja. Nein, also du hast eine ausliegen, die du verlieren wirst, nämlich deine Schildkarte und eine am Lostpile. Also erst zwei verloren. Ich glaube, wir sollten es machen, nur wir müssen sicher gehen. Pass auf, wir haben ein Problem, Andi. Ja. Ich bin zwar ziemlich früh dran, aber ich muss vor dir dran sein. Ich werde schauen, dass ich früh dran bin. Aber du musst schauen, dass du nach trotzdem noch relativ innen dran bist. Ja. Weißt du, was ich meine? Vor dir dran sein, um den Po schneiden Ja, zu ja. können.